Wer zu viel hat, kann hier etwas abgeben. In Oxfam-Shops wie dem in Leipzig verkaufen ehrenamtliche Sachspenden. Mit dem Erlös unterstützt die Hilfsorganisation Projekte zur Bekämpfung von Armut. Laut Oxfam ist das nötiger denn je. Die 62 reichsten Menschen der Welt haben laut einer Studie im vergangenen Jahr rund 2 Billionen Dollar angehäuft. Das ist in etwa so viel wie der ärmste Teil der Weltbevölkerung, etwa 3,6 Milliarden Menschen, insgesamt besitzt. Wir beobachten diesen Trend jetzt seit vielen Jahren. Letztes Jahr waren es noch 80 Personen, dieses Jahr sind es 62 Personen und wir fragen uns natürlich, wo das eigentlich hinführen soll. Auch in Deutschland wird die Lücke zwischen Arm und Reich immer größer. Mindestens 63% des Gesamtvermögens in Deutschland ist im Besitz von nur 10% der Haushalte. Soziologen fürchten durch die ungleiche Verteilung von Vermögen eine Gefahr für die Gesellschaft. Man sieht es besonders ausgeprägt in den USA inzwischen, wenn sie einen Wahlkampf nur mehr zwischen Multimillionären haben, die alle privat sehr viel Geld in ihren Wahlkampf stecken, dann haben sie nur mehr die Wahl zwischen verschiedenen Vermögenden als politischen Spitzengestalten. Um die Lücke zwischen Arm und Reich wieder zu schließen, müsse die Politik aktiv werden. Da sind sich Hilfsorganisationen und Wissenschaftler einig. Steueroasen für Unternehmen müssten trockengelegt und eine Vermögensteuer eingeführt werden.